Vagabund. Weizen. Jetzt was ich jetzt alles. Schild. Wildmagier. Das bringt mir alles gar nichts. Die haben nichts von Wert. Ich bin schon. Ich hätte schon fast wieder so eine Scheißfalle ausgelöst. So. Komm, gib mir ein paar Äpfel. Dietrich, Eisenerz, Feder, Gesellenbuch, Handwerkskunst, ein Käserad, hartes Brot. Was haben wir denn hier noch alles? Quecksilber, Silberschüssel brauche ich nicht. Ein Stern ins Deutsch. Ich würde sagen, hier gehe ich noch mal kurz speichern. Viel hat sie nicht dabei, ne? Aber spende mal, was du angefangen hast, ne? Würde ich mal so sagen. So ein bisschen Erz kann ich gut gebrauchen. Da gibt es einmal etwas. Ein Rubin. Aha. Na, komm her. Nur ein Kratzer. Okay. Den hat's erwischt, aber mehr hätte ich auch nicht für ihn aufbieten können. Okay. Silberstahlaxt. Wegestreue Handschuhe, Runenstiefel. Ah, der hat alles so dicke Sachen, die man aber nicht. Wieso hat er zwei Runenschilde? Was ist das für ein Teil? Güterbogen des Anarchons. Schockschaden. Okay. Gut, gut. Ich brauche weniger Traglast. Also werfe ich den Runenstreitkolben weg. Der bringt nicht wirklich viel. Was bringt die? Edle Wildmagierrobe. Nichts. Okay.
Obwohl 81, die Hüterrobe bringt auch 31, aber die Hüterrobe hat noch ein bisschen besseres Zeug. Wartet, wartet! Ihr gehört nicht zu den Banditen, oder? Nein! Das heißt doch, aber ich bin ein Mensch. Diese verdammte Hexe Andrasta hält mich hier drinnen gefangen. Liv, sie hat es geschafft, mit mir zu fliehen. Aber dann waren da diese Banditen und sie haben sie getötet. Oh, bei den sieben Göttlichen, sie haben sie getötet. Stellt euch vor, ja. Sonst würdet ihr wohl kaum gerade mit einem Gemälde sprechen, oder? Andrasta, das ist es, was sie tut. Sie absorbiert uns, raubt Menschen ihre Essenz und sperrt sie in diese verdammten Bilder. Deswegen sind sie auch so lebendig, versteht ihr? Aha. Normalerweise würde die auch nicht mit mir sprechen können, aber den Göttern sei Dank verstehe ich selbst das ein oder andere von Magie. Aber leider wohl nicht genug. Gut. Ja, natürlich. Liv, meine Gefährtin und ich, wir sind Söldner. Hexenjäger, wenn ich so wollt, aus Arasial. Okay. So ein arker Erhabener. Er wollte uns seinen Namen nicht sagen, weil er Angst hatte. Anfangs dachte ich, er würde übertreiben, aber jetzt weiß ich es besser. Andrasta. Sie hasst Ark. Vor allem den Adel dort. Sie sagt, er sei dekadent und verdorben und schätze sich um nichts als Groschen und Prestige, während in der Unterstadt die Leute vor die Hunde gehen. Und sie ist Wildmagierin. Eine Psionikerin, um genau zu sein. Diese Gemälde, es ist ihre Art, Gerechtigkeit zu üben, versteht ihr? Selbstjustiz. Wartet. Ja, sie wartet, wie sie von selbst zu ihr kommen. Wusstet ihr, was ein Gemälde bei ihr kostet? Dafür könnte sich ein Handwerker ein ganzes Haus kaufen. Und sie meinte, wer so viel Geld für reine Eitelkeit verprasst, hat sein Recht als Mensch verwirkt. Es klingt skurril, aber es ist so. Das Perfide ist, dass man am Anfang gar nichts bemerkt. Die Leute, die sie malt, sie wirken wie zuvor, aber in Wahrheit sind sie nur noch Verlorene. Wie Puppen ohne Verstand, die ihrem Tageswerk nachgehen. Und dann, meistens ein paar Monde nach dem Porträt, sterben sie. Selbstmord. Herzstillstand. Nichts, was man mit Andrasta in Verbindung setzen würde. Naja, unser Auftraggeber ist dahinter gekommen. Er hat mich und Liv angeheuert, ihr ein Ende zu setzen. Warte mal, könnte dieses Gemälde dann auch der Grund... Ich vermute es mal, ja. Es gibt Aufzeichnungen von Psionikern oder Entropisten, die mit ihrer Magie derlei Dinge bewirken können. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und ich will es auch gar nicht wissen. Ich will nur hier raus. Und ich will dafür sorgen, dass dieses Bild das letzte war, was diese Hure gemalt hat. Okay. Tja, wir sind zu ihr gereist, Liv und ich, und haben uns als Adelige ausgegeben, die von ihrer legendären Malerei gehört hätten. Dann hat sie uns gemalt. Mich zuerst. Ich dachte, ich würde schon merken, wenn sie mit dem Zauber beginnen würde, aber zack. Auf einmal war ich in diesem verdammten Bild. Liv hat es auch erst zu spät gemerkt, aber sie hat es immerhin geschafft, Andrasta an sie überzuziehen und mit dem Bild zu fliehen. Das Ganze wäre auch gut gegangen, wenn diese verdammten Wegelagerer nicht gewesen wären, um die ihr euch eben gekümmert habt. Sie haben Liv einfach... Ihr wisst schon. Naja, den Göttlichen sei Dank seid ihr jetzt da. Und so wie ihr kämpft, glaube ich, dass ihr es mit Andrasta aufnehmen könntet.
Also bitte. Ich glaube, ich weiß, wie ich mich aus diesem Bild befreien kann, aber dafür muss Andrasta sterben. Bringt mich zurück und tötet sie. Ein für alle Mal. Ja. Danke. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie damit durchkommt. Nicht nach allem, was geschehen ist. Okay. Ich habe hier doch irgendwo noch eine Rolle von Odin. Experte, genau. Mission kostet 10% weniger Mana. Gut, Magie. Feuerelementar. Wo bist du, mein lieber? Da, Feuerelementar Rang 1. Ich könnte mal einen neuen Feuerelementar gebrauchen. Wäre wahrscheinlich gar nicht so ungeil. Haben wir hier noch ein bisschen Erz? Ja, geil. Das Zeug hat hier ziemlich, ziemlich geile Nebenquests, muss ich sagen. So ist das nicht. Ne? Gut, gut, dann gucken wir noch, was hier weiter unten ist. Sonst ist hier nichts. Okay, dann gehen wir wieder zurück zu Andrasta. Hier geht's nach oben. Ne, hier geht's weiter, genau. Warte mal, wenn das auch Bilder von ihr sind, ne? Ups. Da habe ich ein bisschen was umgebracht, würde ich mal eben so sagen. Sollte aber nicht so sein. Passiert halt, ne? Wenn man so ein paar Leute hat, die einem nicht gefallen.